Let's go. Round 2, Leute. Ich mache jetzt einfach richtig dumm. Ich spiele jetzt einfach dumm. Ich bin gerade. Ich bin mittlerweile. Sind Levesque und ich auf dem Level, wo wir viel. Well. Hallo. Mute. Wo wir auf ein Level gehen, wo wir viel zu tief gehen und es ist einfach viel. Mittlerweile ist das alles so abgefuckt und abgespaced, Junge. Ich kann nicht mehr nachts schlafen. Hallo. Oh, Brücki. Oh. Es tut mir so leid. Warte. Hey, war Brücki nicht gerade nach oben in Navigation? Auch in Navigation? Das war ein Stack-Kill, oder? Hä? Also, Stack-Kill? Hä? Was? Brücki ist gerade... Ich war alle am Haufen dort, oder? Bei O2 oben. Ah ja, das muss da passiert sein. Ich bin gerade irgendwie 6 Leute oder so. Ich bin dann zu Hause ist Brücki nicht gerade mit Juli nach unten schon gerannt? Nee. Der ist genau vor Navigation stehen geblieben und ich hab da noch kurz geguckt, was er macht. Und der ist dann nach oben gerannt. Hast du ihn denn gefunden, Panda? Panda, willst du was sagen? Hallo, ich war Greenshot, sorry. Ich hab ihn reported. Mhm. Ich bin gerade am Pizza essen, ich habe keine Ahnung. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo ich bin, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. Das muss dann actually am Stack gewesen sein. Hast du irgendwie Wer war so denn alles im Stack? Makro, was die ganze Zeit spammt? Nee, ich nur in der einen Hand die Pizza am Essen gehabt. Ich war am Anfang AFK und in der anderen Hand einfach geklickt. Ja, aber lass die Pizza jetzt mal ignorieren. Wer war denn alles in der Nähe gerade? Ich war bei Electrical. Ich und Franzi waren gerade unten Storage. Wait, aber das kann nicht am O2 gewesen sein, ne? Das war schon danach. Ich bin also schon weggelaufen. Ich hab den Kill nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass hinter mir Veni und Panda. Du standst, glaube ich, bei Navigation Flash, oder? Nee. Ich war schon in Admin. Ich hab den Code schon in Admin. Ja, ich bin sofort losgelaufen, nachdem ich Weapons gemacht habe, weil ich gesehen habe, dass dort irgendwie 6 Leute beim oberen O2 standen. Bin ich sofort Richtung Admin gelaufen. Ich glaube aber, wenn ich das so richtig im Kopf habe, waren wir das. Warte, stopp. Wie bist du gelaufen? Oben oder unten rum? Oben in Cafeteria, aber den Weg halt unten lang. Also ich bin am Rand entlang gelaufen. Und war dann in Admin, ganz alleine. Ich bin reingelaufen, also, hab gesehen, da steht keiner am Code, bin genau davor gestanden, dann war Report. Ich hab wirklich das letzte Mal die Wen hast du gesehen? Ich hab dort niemanden gesehen. Achso, sorry. Ich hab dich gesehen und ich meine, dass ich auch Panda gesehen habe, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Panda war bei dem Oxygen-Dingens und ist nach rechts gelaufen und nach unten. Das heißt, er hat irgendwo wahrscheinlich Brücki da vor Navigation. Umgehauen! Reported quasi. Aber Kutscher war auch Navigation und ist dann, glaube ich, zurück zu O2. Yes. Wo der Rätsel losging. Wo ist denn der Kill jetzt genau gefallen? Das weiß ich ja nicht, aber also auf dem Weg von der Gang. Also ich hatte halt im Kopf, dass Juli und Brücki schon nach unten durchgerannt sind. Ungefähr. Aber Brücki ist hingekommen, Kutscher. Keine Ahnung. Ja, dann müsste das der Gang Richtung Shield sein. True. Das war die schlechteste Discussion-Runde, die wir jemals hatten, glaube ich. Aber es gab Pizza. Aber die Pizza ist geil. Oh, Brücki wird so sauer sein, Leute. Der wird so sauer sein. Okay, hier liegt eine Leiche oben links in Electrical und Panda hat gerade die Lights gefixt. Panda, hast du jemanden gesehen? Also ich habe gerade dich neben der Leiche gesehen. Das könnte jetzt ein Self-Report sein oder ein Vent-Kill. Ich kann sagen, dass es nicht ist, weil ich die ganze Zeit in Camp stand. Im Risiko, dass mich jemand absticht. Ich habe gesehen, wie Kutscher von Cafeteria in Medbay reinläuft und wieder raus Richtung Medbay. Dann mit Franzi, glaube ich, runtergelaufen ist Richtung Lights. Bless kam mir auf jeden Fall entgegen. Genau, ihr habt euch da oben getroffen. Flash kam dann zu mir Reaktor, da ging Licht wieder an. Mhm. Und ich habe noch gesehen. Verdammt. Wer hat Bart zuletzt gesehen? Also, weiß jemand, wie lange der Leer schon liegt?
Ich habe nur gerade gesehen, ich kam bei Panda Lights rein. Panda müsste gerade gesehen haben, wenn der die Lights gefixt hat, oder? Also ich war, nee, ich habe nichts gesehen. Ich bin einfach nur. Ich kann euch nur sagen, ich war. Muss ja oben sein, die Leiche, oder nicht? Ja, die Leiche ist oben links, direkt. Ja, ganz also, oben. Ja, also was ich gesehen habe, war, Panda läuft aus Electric raus. Ich laufe nach oben, um zu checken, ob da eine Leiche liegt. Da steht Chantau neben der Leiche. Es kann jetzt natürlich sein, dass Chantau eine Task gemacht hat und es nicht gesehen hat oder es wegen dem Licht nicht gesehen hat. Vielleicht wollte auch eine Task machen, tatsächlich. Aber ja. Also jemand aus Madbay rauslaufen sehen, aber nicht rein. Wie hat gerade gesagt, Kutscher, richtig? Aus Madbay? Nein, ich habe gesehen, wie er reingelaufen ist. Ich habe gesehen, wie er reingelaufen ist. Also, okay, dann ich kann also euch schon sagen, gewendet. Leute, ich doch, war, ja, Moment, wollt ihr auch die Admin-Sicht hören? Weil, ja, also, gerne. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da jemand gewendet ist, weil in Security war jemand gerade ganz kurz draußen und ist dann in Electrical rein. Es waren auch definitiv beim Kill 3 Leute mindestens in Electrical und dann war direkt wieder jemand in Security. Ich möchte also, auch ganz kurz noch was sagen. Und zwar, ich war Electrical dann zum Anfang, bin dann Richtung Storage, da war die Tür zu und da kam mir Bart direkt entgegen. Der ist dann auch wahrscheinlich Electrical rein und danach kam Kutscher als. Okay, also, Kutscher war nicht in Security, hat Vini gesagt, richtig? Dann ist es gerade also, Vini gegen Hahn, oder nicht? Aber ich habe ihn oben gesehen. Hä, wieso Vini gegen mich? Ich bin in Admin. Ja, es kann doch sein, warum was kann Philipp jetzt nicht gewesen sein? Der kann doch auch einfach, während Vini an den Kameras richtig stand, gewendet sein, ihn gekillt haben, wieder in irgendwo anders hingewendet. Habt ihr gehört, dass Hahn gerade gesagt hat, dass jemand in Security war, rausgewendet ist und dann wieder reingewendet ist? Ich bin einmal aus Kamera rausgegangen. Ich bin einmal aus Kamera rausgegangen, weil ich überlegt habe, ob ich rauslaufe, dass ich nicht umgebracht werde. Aber ich kann verstehen, warum ihr mich suspektet. Ja. Wie, wissen wir jetzt, wie lange die Leiche da schon... Nein, ich wollte einfach nur weg, weil ich eben nichts sehe. 5, 6, 7 Sekunden wahrscheinlich. Wenn 3 vorher in Electrical waren und einer rausgewendet ist, weil der Panda und ich... Das kann sich vom Zeitfenster ausgehen, das stimmt schon, ja. Ich war ein paar Mal nicht in Camps, bin immer wieder raus und reingegangen, damit das nicht die ganze Zeit an ist, das Licht doch. Also war relativ frisch. Oder es ist einfach ein Pferd und kein Zebra. Akira, danke für den Sub. Ach scheiße, ich wollte ja während der Imposter rund meinen Chat zumachen, Leute. Sorry, hab ich gar nicht dran gedacht gerade. Chat ist wieder zu. Jetzt auch während Imposter-Runden im Chat zu. Hat Vini natürlich ein schönes Alibi für mich rausgehauen, aber ich weiß nicht, ob Lester das vielleicht sogar durchschaut. Wir haben noch Zeit. Muss es eher wird, lol. Hallo. Okay, ich weiß okay. Es nicht. Okay, das ist ja, jetzt relativ simpel. Ja, Hahn hat gerade umgebracht. Nee, das funktioniert so nicht. Wer ist derjenige in Cam, der mich proven kann? Ich? Ich war gerade, hab geguckt, also ich war ein Admin, hab geguckt, einmal kurz in Cafeteria, weil da 2 Leute rumgelaufen sind, dass ich das mal erspähe. War aber keine Leiche. Und dann ging, ich glaube, Chantau ist gerade gestorben. Und Vini hat ihn quasi... Wenn du direkt von Cafeteria rechts reingehst, Richtung Weapons, da hat ihn vor meinen Augen umgebracht. Das würde auch, also ich war letzte Runde schon sicher, dass er es ist, weil der würde halt mit dem Vent-Kill Sinn machen. Ich war nochmal zur Erinnerung in der Zeit in Admin, sprich, ich hätte den einen Kill nicht machen können, er schon, deswegen ist es wenig, ist super easy. Von wo kam Chantau? Chantau kam auch von Admin, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast also gesehen, wo er herkam. Wo liegt die Leiche? Die Leiche liegt nicht, wie er gesagt hat, vor Weapons-Eingang, sondern direkt unter dem Emergency-Table. Nee, das stimmt auch nicht. Also quasi. Natürlich. Nee, dann kannst, die liegt dann zwischen Atmen und Emergency-Table. Das Problem ist, Vini, du hast gerade Panda geblamed, aber ich weiß, dass Panda mit Franz in Netbase ist. Wo hab ich Panda geblamed? Du hast am Anfang gesagt, das war Panda. Nein, du hast nicht gesagt, dass es Hahn ist. Ich hab gesagt, dass es Hahn ist. Ich bin gerade bei Atmen hochgelaufen. Ich bin bei Atmen hochgelaufen und da lag direkt die Leiche, ich hab sie reported.
Also ich kann zumindest bestätigen, dass schon Tao von Edmund kam, was Han gerade gesagt hat und auch noch nicht lange weg ist. Also, und da war, mit wem ist er da mitgegangen? Mit ihm? Das weiß ich nicht, ich war gerade beim Edmund Table und dann ging es, komm, disabled. Mit mir? Ich habe schon Tao das letzte Mal in Low Engine gesehen. Aber Han, du meintest doch auch gerade, dass du in Edmund warst. Mit, da müsstest du Zeit lang. Nee, Han ist ich da kam von oben. In Richtung Weapons gelaufen. Wie gesagt, ich habe halt oben die Mülltasten mal angeguckt, weil ich habe gedacht, da wäre eine Leiche, weil da vorher wären zwei Leute in Cafeteria waren. Müsstet ihr mich eigentlich proven können, weil die zwei sind ja dann obviously noch am Leben. Hab geguckt, ob da eine Leiche ist, war aber keine und dann habe ich wenig gesehen. Der hat mich wahrscheinlich, ja, er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich von da komme. Wollte dann wenden oder so. Es ist wenig, also 100 Pro. Also nach wie vor, die Leiche liegt nicht vor Weapons. Dort, wo die Leiche liegt, gibt es nicht mal ein Vent. Also, meiste Theorie, die du aufstellst, aber das ist halt nicht nochmal, true. Wenn du Weapons halt unten den Lang lang gehst, direkt Richtung Admin, da ist die Leiche gerade gefunden worden und nicht am Tisch. Ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es wenig ist. Man wollte es nicht. Wir den, weil man auf der 7 nicht votet. Genau, bei sechs Leuten können wir kicken, sonst not. Okay. Mich hat noch niemand wirklich auf dem Schirm, ne? Das ist ganz gut. Ich muss jetzt am besten Han irgendwie, wenn ich jetzt Stackkill mache, während Han dabei ist, ist es glaube ich zu easy, das durchschauen, dass ich der Zweite bin. Wir dürfen auf keinen Fall Han töten. Han ist gerade der Hauptverdächtigte neben Veni. Franzi können wir, glaube ich, rausnehmen. Die hat noch nicht viel beigetragen in der Runde. Gerne sabotieren, eigentlich. Och, Mann. Leiche liegt Storage Richtung. Welche? Es sind zwei anscheinend. Lumenti habe ich jetzt nur gesehen. Wer hat, also Lumenti habe ich vor kurzem gesehen, hat wer Vlesk in letzter Zeit gesehen? Nee, Vlesk habe ich jetzt schon mal nicht gesehen. Das letzte Mal, als er mit euch raufgelaufen ist zur Navigation. War er nicht in Electrical mit uns? Nein, in Electrical war glaube ich ich, du, Han, Franzi. Ja, aber Franzi ist vorne aber auch schon nach oben weggelaufen, wo wir nach Electrical runter sind. Das ist ja... Also kann, es muss kein Double Kill sein, richtig? Zeitlich könnte es sind, auch. Es sind definitiv, zwei also wir haben noch keinen gewusstet. Ja, aber wir sind ja... Ja, es geht mir nur darum, ob das jetzt aufzusplitten. Ja. Also ob in der Zeit, wo Han, Kutscher, Panda und Franzi, ob da noch ein Kill gefallen ist. Weil dann wäre es safe Veni und Juli. Aber es könnte zwei Einzelne auch gewesen sein, zwei einzelne also Kills. Fakt ist für mich, wir wollten letzte Runde schon Veni voten, da hat Flesk auch gesagt, der ist jetzt tot, speaks for itself, ich war die ganze Zeit mit euch unterwegs, Kutscher kann das bestätigen, auch als das Licht ausgegangen ist. Ja, aber das heißt ja wie gesagt nichts, es können ja auch zwei einzelne Kills gerade ja, gewesen sein. Ja, das ist vollkommen richtig, allerdings, wir haben gerade gesagt, wir müssen halt einmal 50-50 machen und wer sieht jetzt verdächtiger aus, ich oder Veni? Das ist für mich ein ganz klares Ding am Veni, weil er den einen Kill da, also, Flesk und ich gesagt haben, dass jemand gewendet ist, könnte ja auch gewesen sein. Da hätte ich das nicht mal sein können. Dann aber trotzdem nochmal. Erste Runde warst du verdächtig und nicht ich, ne? Weil also da war ich im Admin beim Motto. Ich war nie verdächtig. Wenn ich jetzt an den Brookie-Kill denke, dann sind da auch Kutscher und Panda waren da beide auf jeden Fall. Zwischen O2 und Navigation. Ja, ich hab den ja reported. Ja richtig. Richtig. Und du hast halt mit deiner Pizza, kannst du ja auch was so getan haben, als ob ich hab gegessen und weiß gar nicht, was los ist. Ja gut, ne. Also wo warst du denn, Juli, am Ende? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall flippen. Also, ja, gerade eben war ich im Map. Und ich stimme Han zu, dass es schon mehr Sinn macht, eigentlich wenig rauszukicken, glaube ich. Ja. Aber andererseits springst du halt irgendwie zu krass auf das Vlesk ist tot-Argument an, weiß ich nicht. Moment. Aber das Ding ist halt, für mich ist es Juli nicht, es ist, denke ich mal, Veni und Panda. Und wir müssen eigentlich nur Juli davon überzeugen, weil Juli hätte unten bei der Müllaufgabe mich tausendmal töten können, deswegen glaube ich, dass es Juli nicht ist. Deswegen, Juli, einmal bitte Veni voten. Danke. Okay, aber warum jetzt ich? Verstehe ich nicht ganz.
Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob du es jetzt bist, aber... Na, gucken wir mal. Muss jetzt... anders schieben. Jetzt Juli töten uns auf Pandaschiebe, gewinne ich die Runde. Ja gut, Panda. War ein netter Try mit der Tür noch? Ich, Hahn, bist du schon ein Admin? Nee. Ich war gar nicht, ich hab die Task gemacht. Kutscher will mich framen. Ich bin oben links. Ich bin ganz woanders, er musste dafür gehen. Ich bin schon das, längst das im Cafeteria oben links. Ja, du bist ja gerade vor mir weggerannt. Und hast Hahn gekillt. Hahn lebt aber noch. Dings. Juli, natürlich. Ja, aber ich bin vor dir gelaufen. Wie soll ich den getötet haben? Hä? Du bist ja. Du, dann Juli, dann kam ich. Du killst Juli, ich report die Leiche. Du bist vorne weg. Ja, aber ich bin schon wo ganz woanders. Wie kann das denn gewesen sein, Kutscher? Hey, du bist nicht ganz woanders. Du bist gerade Cafeteria links der Eingang raus. Banner. Verteidige dich. Also ich weiß ja, ob wir es nicht. Du hast doch gerade gesehen, dass wir im Vierer-Stack waren. Ja? War Kutscher. Wie soll denn Herr Panda jetzt ganz woanders sein? Ich meine, das ist jetzt Aussage gegen Aus. Wo bist du denn gerade, Panda? Ich bin gerade Cafeteria Richtung Medbay. Das habe ich doch gerade dreimal gesagt. Ja, aber du, also... Und die Leiche liegt original 2 Meter hinter dem Ausgang zu Cafeteria. Ah, du hast uns nur noch gesehen. So weit kann ich nicht gelaufen sein, dass Kutscher jetzt erst reportet. Hä? Was meinst du mit wie weit? Kutscher, wo warst du beim allerersten Kill? Allerersten Kill war ich bei Navigation und zwischen O2 und Navigation. Ganz ehrlich, Panda, selbst wenn es Kutscher ist, das mit der Pizza geht gar nicht. Beim nächsten Mal bist du nicht ab da. Okay, bisschen. Sorry, dass ich meine Pizza essen möchte. Ja, gut. Enjoy deinen Deal. Dann nimm ich den Deal. Dann nimm den Deal. Macht halt absolut keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das nicht offensichtlich Kutscher war. Also, die Runde war zwar gut, aber das Dabben wird echt nicht sein müssen. Philipp, bist du gerade aufgestanden, hast getanzt oder so? Ich vielleicht. Cool, richtig energisch nach hinten rollen. Ja, sorry, Media, aber ich alles musste. Alles gut, nein, es war vollkommen richtig, mich zu verkaufen. Und es war auch richtig, dass du jetzt Panda framest. War perfekt. Ja, aber Panda war gerade voll ruhig und rational und entspannt. Nee, Kutscher war wieder. Panda! Ja, aber das hat ja, aber guck mal, ja, so kannst du jetzt nach der Runde sagen, aber wenn ich jetzt Inno vor mir jemanden wegmache, natürlich muss ich da energisch sein und sagen, jo, war Panda. Also das Ding ist halt, wie gesagt, einmal das, wäre eben 50-50, dann eure Ghost Vision ist sowieso alles viel, viel einfacher. Ja. Und zweitens, Panda war halt beim ersten Kill für mich mehr Imposter als Kutscher. Also der erste Kill war eh mega komisch. Ich habe Brücki in Shields weggemacht und dann ist die Leiche irgendwie weggebuggt und ihr meint irgendwas von Stackkill auf einmal. Nein, das ist so Stackkill habe ich gesagt, damit die anderen geframed werden können. Einfach Du und Panda haben für die Pizza im Face gehabt. Okay. Da hast du schon gesehen, dass du mich vor deinen Augen wegmachst. Ey, aber was ich auch komisch fand, war, dass Panda gerade gefragt hat, yo, Hahn, warst du ein Admin? Das klingt für mich halt auch so ein bisschen nach so einem Imposter, so, yo, richtig. Bist du in der Nähe? Ja. Nee, ich wollte einfach wissen, ob er improven kann, wo ich gerade bin. Ich bin halt jetzt einfach auf den Zug aufgesprungen, wo Hahn in der letzten Meeting gerade meinte, yo, wir müssen noch Juli überzeugen, dass es Panda ist und dann... Weil klar, was ich machen muss. Du, ich habe eine Frage. Als Lights gerade ausgingen, wo du die Leiche von Franzi gefunden hast, warum bist du nicht zu Lights gelaufen, sondern zu der Leiche? Hast du die vorher schon gesehen gehabt, bevor Lights aus waren? Nö. Okay, dann war das full random, weil ich habe die rechts bei Storage weggemacht, beim Eingang zu Comms. Genau. Und ich habe Lights ausgemacht und du bist einfach dorthin gelaufen. Das dachte ich mir so, what the fuck. Ja, Lights ist halt, wenn du Lights hingehst, alleine bist du halt tot. Also, wie soll ich da hingehen? Ja, schon klar. Aber, keine Ahnung, ich dachte nicht, dass irgendjemand noch unten rechts auf die Map geht.